Es gibt zahllose Workshops und Seminare, die sich um die sogenannten Krafttiere drehen. Und entsprechend gibt es noch viel, viel mehr Menschen, die die einen oder anderen Erfahrungen mit Krafttieren gemacht haben. Ich biete hier eine relativ alternative Sichtweise zu dem Thema der Krafttiere an. Sogar eine relativ wissenschaftliche und womöglich auch relativ einfach überprüfbare Sicht zu den Krafttieren, vor allem in der hypnotischen Arbeit. Also wenn du jemand bist, der schon Erfahrungen mit Krafttieren gemacht hat, auf die eine oder andere Weise, dann möchte ich dich bitten, das einfach mal auf dich wirken zu lassen und dich auf eine alternative, andersartige Sichtweise zum Thema Krafttiere einzulassen. Wenn du noch gar keine Erfahrungen mit Krafttieren gemacht hast, dann möchte ich dich ebenfalls darum bitten, dies einfach mal auf dich wirken zu lassen und am Ende dann für dich zu entscheiden, nachdem du abgewogen hast, die eine und die andere Sichtweise und was für dich passender erscheint. Ich erzähle jetzt einfach mal, wie meine persönliche Erfahrung ist bezüglich den Krafttieren, wie ich drauf gekommen bin, auf diese Arbeit, auf meine ganz persönliche Art und Weise mit dem Thema der Krafttiere umzugehen. Ich habe damals, das ist über 25 Jahre her, mit meiner Freundin in einem Zimmer geschlafen, ein Dachzimmer. Es war mitten in der Nacht, wir haben geschlafen und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass irgendeine dunkle Präsenz wie durchs Dachfenster in das Zimmer gekommen wäre. Ich bin aufgeschreckt und meine Freundin auch. Ich habe ihr angesehen, dass sie das Gleiche spürt wie ich, dass irgendetwas Dunkles, in dem Sinn wie Böses, das Zimmer betreten hat. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Wirkte fast wie verrückt. Da ich aber selber mit mir gewisserweise die Absprache habe, dass nichts Dunkles, Böses mein Zimmer, meinen Raum betreten kann, und mein Zimmer gilt für mich auch als mein erweiterter Raum, habe ich es angesprochen und Hallo gesagt, weil ich wissen wollte, was es ist, worum es sich handelt, weil ich es klären wollte. Durch das Ansprechen ist es intensiver geworden, dieses Phänomen. Und meine damalige Freundin hat angefangen zu schreien, hat Angst bekommen. Deswegen habe ich sie beruhigt und habe gesagt, ich gehe kurz vor das Zimmer und kläre das. Bin aus dem Zimmer vor das Zimmer gegangen und habe mich dem dann dort gewisserweise gestellt und habe einen zerfetzten, von den Klamotten her zerfetzten und Wunden, voller Wunden, Jungen gesehen und dann erkannt, dass es ich selbst bin, sozusagen mein eigenes inneres Kind. Mit dem inneren Kind wird in der Psychologie auch mittlerweile als Archetyp recht häufig gearbeitet. Das ist relativ anerkannt. In dem Augenblick habe ich auch verstanden, dass dunkle Präsenzen, die wie als böse erscheinen, in Wirklichkeit einfach die Verletzungen und Wunden von in dem Sinn dem inneren Kind sein können. Also wenn wir unseren eigenen Wunden begegnen, dann fühlen die sich einfach auch so verletzt und so dunkel und so traurig oder eben in der Stimmung unserer Verletzungen an. Ist ja auch relativ logisch, dass eben unsere eigenen Verletzungen, wenn wir diesen begegnen, dass die uns gewisserweise wie dämonisch erscheinen können. Ich habe in den Jahren darauf habe ich das überprüft. Und zwar, wenn ich mit den Menschen gearbeitet habe und gewisserweise Tiere aufgetaucht sind, Krafttiere sozusagen, habe ich überprüft, ob diese eben ähnlichen Phänomenen entsprechen. Und in über 90%, 95, fast 99% aller Fälle war genau das auch der Fall, dass sich dahinter so etwas wie das innere Kind verborgen hat. Eine Verletzung und in dem Sinn eine Abspaltung, eine Unterdrückung. Alles, was wir verdrängen, unterdrücken, nicht ganz an uns heranlassen, erzeugt sozusagen eine solche Abspaltung. Abspaltung hört sich wie ein heftiges Wort an oder fast wie Schizophrenie. Ist es aber gar nicht. Jedes
Element, jedes Thema, jedes Gefühl, was wir gewisserweise wegdrücken, unterdrücken in uns, erzeugt eine solche Subpersönlichkeit, eine solche Abspaltung. Nehmen wir beim Krafttier, nehmen wir einfach mal das Häschen. Wir lernen, verlernen als Kind gewisserweise verschiedene Qualitäten an intensiven, schönen Gefühlen nicht mehr zu fühlen. Wir erlauben uns diese nicht mehr. Wir haben als Kinder ein viel größeres Spektrum an angenehmen Gefühlen, wie jetzt zum Beispiel das kuschelige Gefühl beim Häschen. Natürlich verbindet mit einem Archetyp, mit so einem Krafttier, mit dem Tier jeder etwas anderes, seine ganz eigene Art und Weise an Gefühl. Aber bereits in dem Augenblick, wo wir es als wie von außerhalb von uns wahrnehmen, also als Krafttier, als Begleiter, ist es ein Ausdruck davon, dass wir es nicht mehr in uns körperlich fühlen, sondern bereits projiziert haben in das anscheinende Außen. Und je mehr wir ein solches Gefühl wegdrücken, uns nicht mehr erlauben zu fühlen, die kindliche Fröhlichkeit, das kindliche Abenteuer, die kindliche Neugier, das kindliche Kuscheln und so weiter, umso mehr wir das verdrängen, umso mehr wird dies auch wie zu einer Wunde, einer Verletzung, einem Bruch. Und umso mehr wird auch dieser Bruch, diese Verletzung von unserem eigenen Gefühlspotenzial zu dem Ausdruck. Das bedeutet, es dauert nicht allzu lang, bis aus einem Krafttier eben auch eine wie dämonische Erscheinung werden kann. Der zerfetzte, wunde, voller Wunden übersäte Junge, den ich da als mein inneres Kind wahrgenommen habe, der hat sich natürlich so angefühlt wie die Wunden, wie die Verletzungen, wie die geistigen Verletzungen, wie die Unterdrückungen, wie die Teile, die ich alle als Kind begonnen habe abzuspalten und mir nicht mehr erlaubt habe zu fühlen. Die ganzen Potenziale an Gefühlen, die wir in dem, was wir erwachsen werden, so nennen, von uns unterdrücken, abspalten und nicht mehr erlauben, erzeugen gewisserweise Wunden, weil wir damit eben diese Fröhlichkeit nicht mehr fühlen und das gesamte Gefühlspotenzial Schritt für Schritt verloren geht. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei demjenigen diese Gefühle, bei dem anderen diese. Das ist natürlich jeder individuell. Dazu kommen unsere ganz realen Verletzungen, Trauma und so weiter, auf denen wir wie beim Verlieben ja auch uns immer weniger trauen, uns zu öffnen, uns darauf einzulassen, auf diese Gefühle, weil wir ja bereits Verletzungen erwarten. Und so ist vielleicht auch vorstellbar, dass das, was dann als bei manchen Menschen als dämonische Erscheinungen, wie als Geister, Vampire, Dämonen und so weiter auftaucht, in Wirklichkeit und eben in 95% aller Fälle nichts anderes ist als unsere abgespaltenen Subpersönlichkeiten, Vorstufen von dem, was wir unser inneres Kind nennen. Und da passen eben alle Krafttiere mit hinein. Bei wirklich einem Großteil aller Krafttiere oder aller Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die so etwas wie Krafttiere wahrnehmen konnten, hat sich herausgestellt, dass dies an ihre eigenen Anteile waren, ihre eigenen Gefühlspotenziale. Und in der Arbeit ging es darum, diese zu integrieren. Um diese zu integrieren, muss natürlich die Verletzung, die dazu geführt hat, dass wir es gewisserweise als Potenzial in das Außen verschoben haben oder regelrecht von uns abgetrennt haben, erstmal geheilt und geklärt werden, bevor dieses Potenzial wieder als Kraft wie zurückgerufen werden kann und dann Teil unseres Potenzials wird. Ich beschreibe einfach mal, wie das so vom Ablauf her funktioniert. Dazu empfehle ich für den Anfang die Selbstumarmung als einen der schnellsten Wege, um in den eigenen Herzraum zu kommen. Weil wenn wir uns selber in den Arm nehmen, können wir am schnellsten in dieses kuschelige Gefühl, in dieses warme Gefühl, ganz bei uns und mit uns und eins zu sein, hineingelangen und dieses Gefühl im Brustkorb sich ausbreiten lassen, im Bauchraum, bis ins Becken, die Wirbelsäule rauf, Schultern, Arme, Hände, bis in unser feines Fingerspitzengefühl und das Pulsieren in den Händen. Vom Becken weiter runter Richtung Beine, Knie und Füße
wo wir sonst den Boden berühren, und hinauf zum Hals bis in den Kopf, so dass wir ganz hinüber wechseln auf die Seite unseres Herzraumes, auf diese kuschelige, warme, angenehme, in dieses Gefühl, ganz bei uns zu sein, in einem sicheren Raum, der sich so anfühlt, wie als würden wir die Tür zumachen, wenn wir ganz bei uns sind, in einem vertrauten Raum, ganz bei uns, wie tief versunken in uns selbst. Und wenn wir uns von dort aus das jeweilige Phänomen anschauen, in dem Sinn Krafttier oder auch dunkle Erscheinungen, und uns fragen, ist das ein Teil von mir? Gehört das zu mir? Ist das eine Kraft, die wie zu mir zurück will, allerdings anders? Nicht in der Form, sondern vielleicht umgedreht, vorher erst geheilt und geklärt. Bei Krafttieren ist es womöglich klar, wie fühlt sich dieses Potenzial an, wie fühlt sich das Häschen an, wie fühlt sich der Hirsch an, wie fühlt sich der Löwe an, was repräsentiert das Krafttier für mich? Und dann werden wir spüren, dass das ein Gefühlspotenzial für uns darstellt, was wir nicht nur im Außen fühlen wollen, sondern eine Sehnsucht verspüren, das wirklich körperlich in uns wieder zu fühlen. Bei den dunklen Phänomenen ist es ja oft wie eine Angst, wo wir es gar nicht zulassen wollen, das näher an uns ankommen lassen zu wollen. Da geht es erstmal darum, dass wir dieses heilen, dass wir dieses klären, dass wir das auf eine Ebene bringen, wo wir wieder zu dem dahinterstehenden Potenzial kommen, was dann wirklich zu uns zurück mag. Soweit es sich um ein Krafttier handelt und wir das Gefühl haben, dass dieses Potenzial wieder zu uns zurückfließen mag, dann können wir es allein mit der Absicht, mit der Aufforderung, mit dem Wunsch, diese Kraft wieder zu uns zurückzurufen, dass sie so zu uns zurückfließen möge, wie sie in Wirklichkeit und von Herzen zu uns und in uns gehört, auch wieder zu uns und in uns zurückrufen, dass diese Kraft, dieses Potenzial in uns so Platz nehme, da, wo es von Herzen noch wirklich hingehört. Auf die Art und Weise, wie diese Kraft in uns gehört, möge sie wieder in uns fließen, Platz nehmen und sich verwurzeln. Wenn wir uns unschlüssig sind, ob das überhaupt ein Teil von uns ist, kann man sich so fragen, ist es ein Teil von mir, ist es kein Teil von mir, es kommt von außen. Und wenn wir das immer wieder mal abwechseln, es kommt von außen, es ist von innen, merken wir irgendwann, was am stimmigsten ist. Letztendlich geht es immer darum zu klären, bei Phänomenen, die auftauchen und die uns begleiten, die präsent werden, dass sie uns gewisserweise etwas zu sagen haben, dann geht es immer darum herauszufinden oder zu klären, was ist denn der Anteil, der zu mir gehört und was ist der Anteil, der nicht zu mir gehört. Also eigentlich geht es immer darum, welcher Teil davon gehört zu mir und auch als Kraft, als Potenzial in mich hinein, was ist meine Erkenntnis und Konsequenz daraus und was ist der Teil, der nicht zu mir gehört, den ich loslassen und praktisch zurückgeben kann, dorthin, wo er herkommt oder wo er geklärt und geheilt werden kann. Wenn es dunklere Erscheinungen sind, dann geht es erstmal um die Frage, sich selbst anzunehmen. Beginnen wir mit dem sich selbst annehmen. Können wir uns in diesem Gefühl, uns selbst zu umarmen, annehmen, inklusive dem, was auch immer unser Anteil an dieser Erfahrung sein mag, die zu dieser Erscheinung oder zu dieser, für manche Menschen ist es ja auch wie eine Belastung, von sowas heimgesucht zu werden. Können wir uns in den Arm nehmen, uns selbst verzeihen, wenn es womöglich eine Selbstverletzung ist? Wie fühlt sich das an, wenn ich mir selbst Liebe schicke, mich selbst annehme? Auch in dem Fall so etwas Gruseliges zu sehen oder von so etwas heimgesucht zu werden. Was ist mein Anteil daran? Und kann ich meinen Anteil daran umarmen und in mein Herz schließen? Nicht jetzt das dunkle Phänomen in das Herz schließen, sondern nur mein Gefühl mit mir zu sein, dass ich welche Verletzung auch immer dort hier zu haben scheine, wenn es sich denn so anfühlt. Kann ich den Teil in mir selbst umarmen, der womöglich mein Anteil daran ist. Ich nehme zu mir, was meines ist, weil ich es tragen und klären kann. Und ich gebe ab, was nicht zu mir gehört, dorthin, wo es geklärt und geheilt werden kann.
Und zunächst rufe ich die Kraft zu mir zurück in meinen Körper, die wirklich und von Herzen zu mir gehört und die ich brauche, um dies klären zu können, was jetzt ansteht. Ich rufe die Kraft zu mir zurück in meinen Körper, die in Wirklichkeit und von Herzen zu mir gehört und die ich brauche, um dies jetzt klären zu können. Wie fühlt sich das an, wenn diese Kraft zu mir zurückfließt? Wo im Körper fühle ich das am deutlichsten? Wie verhält sich das? Wie wandelt dies durch den Körper? Wo vibriert es? Auf welche Art und Weise zeigt sich dies? Und wenn ich mich dann dem stelle, was das anscheinende Außen ist, also wenn es eine Verletzung ist, die von außen kam, die mir angetan worden ist, wo es gar nicht so sehr darum geht, dass ich mir selbst verzeihe für was auch immer, sondern dass ich eigentlich jemandem anderen verzeihen muss, sollte, weil es um mein eigenes Lebensgefühl geht. Wie fühlt es sich an dem Außen? Ich muss gar nicht der konkreten Person verzeihen, sondern einfach nur dem Außen, der Welt, dem Leben an sich, dem Aspekt der damaligen Erfahrung, nach außen gerichtet. Wie fühlt es sich an, wenn ich Verzeihen sende, gebe, herschenke, annehme, was dort passiert ist, verzeihe? Kann ich in mir eine Ebene finden, wo ich verstehe, dass dies Verzeihen für mich selbst notwendig ist, um diesen Teil meiner Erfahrungen anzunehmen? Ich muss nicht zwingend der Person verzeihen, sondern wirklich dem Leben, einem Stellvertreter gewisserweise, dass mir das passiert ist und den Teil meiner Erfahrungen annehmen, der da passiert ist. Ich muss nicht vergessen und ich muss auch nicht mich mit diesen Menschen weiter auseinandersetzen. Ich kann mich durchaus in meiner Konsequenz auch davon trennen und klipp und klar sagen, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Aber ich möchte in mir den Teil, der in mir ist, der Teil meines Lebens geworden ist, der durch diese Prägung sozusagen bis auf das Heute wirkt, diesen Teil in mir möchte ich umarmen. Mitsamt dem Schmerz. Es ist ja nicht so, dass ich diesen Schmerz einer negativen Erfahrung danach nicht mehr wahrnehme, sondern es ist ja nur so, dass dann der Schmerz selbst nicht mehr auf das Heute wirkt. Das heißt, ich kann mich sehr wohl an den Schmerz erinnern. Aber es ist dann vielmehr so, dass ich auch nie danach mit entsprechender Verarbeitung wie darüber lachen kann. Also verändert sich gewisserweise meine Einstellung dazu. Ich erinnere mich an den Schmerz, aber ich erkenne auch meine eigenen Konsequenzen, mein Lernen daraus. Und dieser Schmerz wirkt nicht mehr als Schmerz auf mich, sondern ist nur noch als Schmerz in der Erinnerung. Er wirkt nicht mehr aktiv in der Form, dass der Schmerz nach oben kommt und ich ihn nochmals und nochmals und nochmals durchleben muss, sondern ich erinnere mich daran und weiß, welche Konsequenzen ich daraus ziehe. Ich kann ihn annehmen, den Schmerz, die Verletzung. Schritt für Schritt und Schicht für Schicht und jedes Mal, wenn ich mich dem stelle, ein bisschen mehr, bis ich auf eine Ebene komme, wo es sich wirklich verarbeitet anfühlt. Und dies funktioniert am besten, wenn wir verzeihen können, wenn wir dem Außen oder der konkreten Person verzeihen können, wenn wir das wirklich fühlen, dass dieses Verzeihen wie nach außen fließen kann, wie zu derjenigen Person oder zu der Situation, zu der damaligen Situation, wie hinfließen kann. Wenn wir schon nicht der Person verzeihen können, dann der Geschichte der damaligen Situation, unsere Geschichte, unserer gesamten Situation und Erinnerung, diese in Verzeihen annehmen, in Verzeihen umarmen. Und wenn wir insofern den Kreis schließen, vor allem mit uns selbst, in dem Sinn, dass wir dieses Verzeihen und dieses Annehmen der damaligen Situation vollumfänglich senden können, aber auch annehmen können, also Verzeihen auch annehmen können, dass so etwas heilen kann. Wenn wir diesen Kreis schließen, ohne verschlossen zu sein, dann können wir das spüren. Wie fühlt es sich an, wenn so etwas heilt?
Das kann sich anfühlen wie ein Fremdkörper, der wie aus einem herausgezogen wird, wie eine Wunde und gleichzeitig wie eine Kraft, die wir zurück zu uns rufen, die an die Stelle der Wunde hinfließen kann. Da, wo zuvor eine Wunde war, kann eine Kraft zurückfließen. Zuvor konnten wir an der Stelle nicht wirklich das Potenzial und unsere Kraft und unsere das Kuschelige des Hasen fühlen, einfach weil wir es in Schmerzen nicht fühlen konnten und der Schmerz die Stelle ausgefüllt hat. Und aufgrund des Schmerzes haben wir es weggeschoben. Und jetzt, wo Platz geschaffen wurde, kann wirklich diese Kraft, kann das Potenzial, kann das Gefühl, was dieses Krafttier repräsentiert, wieder zu uns zurückkehren. Und zwar in der Form, wie es in Wirklichkeit und von Herzen zu uns gehört. Als Teil unseres Potenzials, als das Gefühl, was es in Wirklichkeit repräsentiert. Es ist manchmal so, als würde man wie einen Fremdkörper aus sich herausnehmen und den wie umdrehen oder wenden und umstülpen und er dann in einer anderen Form, so wie er wirklich zu uns gehört, zu uns zurückfließen, an die Stelle der Wunde und uns dort ausfüllen. So sehr ausfüllen, dass wir wieder von innen wie erfüllt an der Stelle sind und auch die Wunde sich schließen kann und wir nicht gleich wieder ins nächstbeste Messer rennen, es also auch wirklich verarbeiten und nicht in einer Weise verzeihen, dass wir immer wieder in dieses Messer rennen, sondern dass wir durchaus die Konsequenzen daraus ziehen können und auch wissen, womit wir uns nicht mehr weiter auseinandersetzen, wo wir einen anderen Weg einschlagen, wovon wir uns trennen, was wir loslassen, was wir hinter uns lassen, worauf wir uns nicht mehr einlassen und eben neue Wege gehen. Je heftiger die dunklen Erscheinungen sind, um die es hier eigentlich gar nicht geht, es geht um die Krafttiere als solches und diese Potenziale sind leichter zu integrieren. Je heftiger diese dunklen Erscheinungen sind, umso intensiver und persönlicher und vorbereiteter und umfassender muss so eine Trance-Reise gestaltet sein. Soweit es hier aber um die Krafttiere als solches geht, repräsentieren die alle für uns relativ einfach zugängliche Potenziale an Gefühlswelten. Und jeder, der mit Krafttieren gearbeitet hat, mit seinem eigenen, der weiß eigentlich relativ genau, wie sich dieses Potenzial anfühlt und um welche Gefühle, welche Gefühlsspektren es eigentlich geht, die hier eben nicht mehr weiter als Begleiter wie ins Außen projiziert uns begleiten dürfen, sondern die wir wieder zurück in unseren Körper rufen und die uns von innen heraus erfüllen dürfen, wo wir mit dem gesamten Körper das Potenzial fühlen, was dieses Krafttier eigentlich ausdrückt, dass diese Kraft zu uns zurückfließen möge, so wie sie uns womöglich einst verlassen hat, so in den Körper zurückfließt, aber eben auch in den ganzen Körper sich ausbreitet. Genauso wie zuvor der Herzraum sich ausgebreitet hat, in den ganzen Brustkorb, Bauchraum, Becken, eben sich dieses Gefühl des Krafttieres in uns ausbreitet. Bis in das Becken und in die Beine, Knie und hinunter in die Füße, Fußflächen, wo wir sonst den Boden berühren. Hinauf, Schultern, Arme, Hände, bis in den Hals und bis in den Kopf. So dass wir wirklich fühlen, dass diese Kraft nicht nur zu uns zurückkehrt, sondern sich in uns auch verwurzelt und auch zukünftig uns zur Verfügung steht. So können wir das Krafttier als einen Begleiter verabschieden. In ganz seltenen Fällen gab es aber durchaus auch Krafttiere, die sich eben nicht als eigenes persönliches Potenzial oder eben als Hüter einer Blockade dargestellt haben, sondern wie als ein Begleiter, wie als ein Archetyp, der uns aus den einen oder anderen Gründen noch eine Zeit lang begleiten wird, höchstwahrscheinlich um zu einer gewissen Erfahrung, Erkenntnis zu führen, also durchaus auch eine Bedeutung hat. Ein ganz kleiner Teil stellt etwas dar, was ich dann Begleiter nenne. Das bedeutet, dass ich sie nicht als Potenzial zu integrieren hatte, beziehungsweise sie nicht eine Verletzung, die von außen kam, dargestellt hat, sondern dass sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich
bis zu einer gewissen Erkenntnis dableiben und eine ganz gewisse Bedeutung für uns haben, die dann aber eben auch individuell auf eine ähnliche Art und Weise, auf eine, wo wir kommunikativ mit unserem eigenen unbewussten Unterbewusstsein ja in Kommunikation gehen, um es herauszufinden, herauszukristallisieren über diese Kommunikation, was es denn für uns ganz persönlich zu bedeuten hat. Also die Art und Weise im Umgang ist gewisserweise die gleiche, indem wir herausfinden, was ist mein Anteil daran, was hat es mir zu sagen, was ist daran für mich, was ziehe ich daraus für mich und wird dann Teil meines zukünftigen und was nicht, was kann ich loslassen, was kann ich abgeben, was brauche ich nicht mehr. Also ein, was assoziiere ich damit und was dissoziiere ich? Was übernehme ich und was lasse ich los? Also diese Herangehensweise ist auch bei dem Begleiter das gleiche. Aber das möchte ich so auch mitgeben, dass nicht alle Krafttiere als solches Subpersönlichkeiten entsprechen, also verdrängten persönlichen Anteilen oder eben Repräsentanzen für Verletzungen, die von außen kamen, sondern ein kleiner Teil bleibt übrig, die mit diesem Modell nicht erklärbar sind, sondern womöglich noch ganz andere Potenziale beinhalten.